Herzlich willkommen zurück. Aber wo sind die CDs jetzt hin? Die waren doch sonst in der Mitte. Ich habe einen Anrufer. Ja, dann geh doch auch ran. Rangehen. Du redest mit Steph. Oh, ja, also, ich brauche deine Hilfe. Ich habe Ärger mit der Personalabteilung. Was hast du angestellt? Ich habe voll verkackt. Ich habe mich mit meiner Kollegin übers Fitnessstudio unterhalten. Wir sprachen über Beinarbeit und sie meinte, sie will an ihrem Unterkörper arbeiten. Jetzt kommt's. Was hast du gesagt? Ich sagte, ihr Hintern ist gut so, wie er ist und sie soll sich keine Sorgen machen, was ein Fehler war. Aha. Hast du sie auch Schätzchen genannt und ihr ein Kompliment zu ihren Beinen gemacht? So ist das nicht. Wir sind Freunde. Es war nur ein Ausrutscher und jetzt wird es unverhältnismäßig aufgebläht. So ein Typ bin ich nicht, wirklich. Aber jetzt drehe ich voll durch. Was meinst du, was wird die Personalabteilung machen? Ich sehe, was ich tun kann. Die sagt aber auch nie das, was man denkt, was sie sagt. Ich dachte jetzt so nach dem Motto, wir leben nicht in den 50ern, die sollen sich nicht so anstellen, aber... Keine Zahl auf dem Würfel sagt weniger aus. Eine Unterhaltung mit der HR-Abteilung. Der Wurf hilft mir jetzt nicht gerade weiter. Was hat dieser Typ verdient? Ich bin zurück. Bereit, die Suppe auszulöffeln? Bringen wir es einfach hinter uns. Du sitzt auf einem harten Wartezimmer-Plastikstuhl in der Personalabteilung. Und neben dir ist ein Halt-Durch-Poster aus den 80ern. 45 anstrengende Minuten lang bläuen sie dir jedes Wort der Firmenrichtlinien zu sexueller Belästigung ein, beschließen am Ende, dass du dich bei ihr entschuldigen musst. Bist du sicher? Denn sie hat gelacht und sich sogar bedankt. Es sind unsere Kollegen, die so ein großes Ding daraus machen. Echt jetzt, Alter? Es tut mir doch leid. Es ist nur, dass jetzt alle so tun, als wäre ich plötzlich ein Perverser oder so. Okay, entspann dich. Niemand nennt dich einen Perversen. Ich weiß, dass du ihr kein Unbehagen bereiten wolltest. Aber das hast du leider. Anstatt also einer Radio-DJ zu erzählen, dass du verkackt hast und ein echt netter Typ bist, warum beweist du es nicht und entschuldigst dich bei ihr? Ja, du hast recht. Bitte richte alle weiteren Fragen an die Personalabteilung. Danke für den Anruf. Zwei Anrufe erledigt. Den Song müssen wir uns noch anhören und noch Plattenspieleraufgaben. Ach so, genau, im Laptop stand das eben drin. Also die CD müssen wir noch suchen. Wobei wir jetzt hier keine CDs mehr haben, was natürlich die Sache erschweren könnte. Lebensläufe, wofür das? Ist schon ein bisschen peinlich, dass Jay bis jetzt unser bester Bewerber ist. Wieso? Ich bin die Art Typ, bei dem Leute sich pudelwohl fühlen, wenn sie mit mir reden. Ich höre eine Menge Musik und das auch im Radio. Wenn ihr mich als DJ einstellt, werdet ihr es nicht bereuen. Arbeitserfahrung, Campberater, zwei oder drei Jahre. Was? Canary Café, Lieferjunge, Hunde, hab eine Weile darüber nachgedacht. Ride-Share-Fahrer zu werden. Ich schreibe auch Songs. Also Arbeitserfahrung, Hunde oder was? Ist er mit den Gassi gegangen oder Kompetenzen, Musik hören, über Musik reden. Erste Hilfe. Kann nicht schaden, aber ist ja keine Kompetenz. Also es sei denn natürlich, dass man irgendwo im Krankenhaus oder so anfangen will. Was auch immer ihr braucht. Verweise. Tante, Freund. Supervisor bitte nicht kontaktieren. Ach du Schande. Das nennt sich dann Bewerbung, ja? Fiona, wer ist Fiona gewesen? Ach so, die. Steph, es tut mir so leid. Bitte sei nicht sauer. Verdammt, Fiona. Ich weiß, du wolltest nur helfen. Aber warum konntest du dich nicht einfach raushalten? Worum geht's denn? Ich dachte, dass ich vielleicht helfen kann. Weiß, was los ist. Ah, okay.
die Sache mit Arcadia Bay. Kein Wunder, dass diese Jahreszeit schwierig für dich ist. Fieser Vertrauensbruch. Ja, irgendwie schon, weil sie ja gesagt hat, sie soll da nicht irgendwie rumwühlen, aber... Mal so leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann sag doch nichts. Vielleicht ist es nur fair, wenn ich dir das hier sage. Ich weiß nicht, wie ich mit sowas umgehen soll. Ich weiß, das ist es, was ich versuche dir zu sagen. Machst du mit mir Schluss? Ah, super. Ah nee, konnte ich noch nach unten gehen? Scheiße. Also die sind jetzt zusammen, habe ich jetzt richtig verstanden, ja? Ich bin nutzlos als emotionaler Anker für andere. Ich habe vor allem Angst und kann nur schlecht so tun, als sei ich stark. Vielleicht bin ich im Moment nicht das, was du brauchst und vielleicht ist das Netteste, was ich für dich tun kann, ehrlich deswegen zu sein. Nee, aber ich konnte da nicht mal runtergehen. Bitte pass auf dich auf. Also hat sie jetzt gerade mit mir Schluss gemacht, oder was? Boah. War wohl doch nicht so nett. Spielanleitung? Ist das die, nein, Ryan, das bedeutet nee. Verbleibende Spieler, die ebenfalls ein Drachenei ausgebrütet haben. Alter. Oh, es ist mir zu kompliziert, diesen ganzen Kram hier mit diesen... das Geheimnis der Drachenhöhle. Falls zwei oder mehr Spieler zur selben Zeit ein Drachenei ausbrüten, darf der Spieler mit den meisten Drachenei-Karten den Drachenältesten zuerst beschwören. Falls dieser Spieler die Mana-Kosten nicht zahlen kann, besucht der Drachenälteste die verbliebenen Spieler in absteigender Anzahl von Drachenei-Karten auf der Hand. Die Regeln sind recht eindeutig. Ich verlange ein Rückspiel. Okay, ich habe jetzt absolut null verstanden, aber ich glaube, da muss man echt ein Freak für sein. Krass, wie es wohl war, während der Beatlemania in diesem Laden zu arbeiten. Das weiß ich nicht. Wie lange es wohl gedauert hat. Mann, die 90er müssen eine... Ich kann mir nicht vorstellen, das 40 ist auf jeden Fall Jahre das, lang was wir denselben schon Job. Arme CDs. Ihnen fehlt der Charme der Schallplatten und der Komfort des Streamings. Aber hey, wenigstens seid ihr brandneu. Streaming ist out. Hab dich. Was war das jetzt? Ein Blick in die Zukunft, oder? Ja, den Rest überlasse ich dem neuen Angestellten. Falls ich an... Es ist eine Weile her, seit ich an meinem Song-Dingens gearbeitet habe. Ja, ich soll... Achso, da, anhören. Ein Break wäre doch mega nice. Oh, und richtig frische Vocals. Vielleicht kann ich ja wirklich im Break einen heroischen Vibe einbauen. Hm, okay. Das wird eine Menge Arbeit. Aber ich habe gerade einen Lauf. Ich muss sagen, ich fand die erste Aufnahme immer noch am besten bisher. Klarinette? Ich kann nicht glauben, dass sie die ins Lager gestellt haben. Wo sie doch so gut hier reinpasst. Das hatten wir. Pappaufsteller. Ich bin so froh, dass ich diese Monstrosität behalten habe. Die war eine Woche nach dem Ausdrucken voll. Also eigentlich was Gutes. Das ist dann vermutlich das, was wir... jetzt gerade geholt haben. Finde die CD. Räum die Neuveröffentlichung ein, bring den Müll raus, räum die Comics weg. Aber hier drin habe ich jetzt keinen Müll gefunden. K
Kaputter Rechen. Okay, der wird wahrscheinlich Müll sein. Das lasse ich mir so krass einrahmen. Danke, dass du mein Model warst. Du warst so beschäftigt mit dem Jukebox-Spiel, um es zu bemerken. Hab dich lieb, Ja. Okay. Ah, Comics. Da stand auch was von drin. Die Frage ist, räumen die Comics weg? Aber wohin? Naja, zumindest sind sie da erstmal weg. Kaputter Rechen. Ich habe wegen diesem verdammten Relikt 20 Jahre Beweglichkeit im Kreuz eingebüßt. Hm, kenne ich. Ryan sagt, jedes Geschäft ist gesetzlich dazu verpflichtet, Pflanzen zu haben. Und ich weiß immer noch nicht, ob er lügt. Ja, er lügt. Nein, es kann aber nicht schaden. Steph-Auswahl, verstehst du? Wie Chef-Auswahl. Ryan hat mich gezwungen. Ich habe schon versucht, seinen Bauch zu reiben. Was? Es war ein... Naja, obwohl es sieht nicht aus wie ein Buddha. Es heißt ja immer, dass man diese kleinen vergoldeten Buddhas am Bauch reiben soll, damit das einen Glück bringt. Der ist cool. Warte. Welcher davon ist nochmal von Gabe? Ja, das weiß ich doch nicht. Country besteht aus einem gebrochenen Herzen, etwas Alk und einer Geige, die richtig rockt. Nö. Alle Country-Lieder, die ich kenne, bestehen nicht aus gebrochenen Herzen, aber natürlich aus, ja, einer Gitarre oder ähnliches, die wirklich rockt. Der erste Schritt meines grandiosen Plans, die Jugend zu verderben. Musik zum Lernen, ja, genau. Komm schon, Gingrid. Was hat die immer mit den Polizeisirenen? Solange Bands weiter echte Alben rausbringen, werde ich auch weiter versuchen, sie an echte Kunden zu verkaufen. Okay, aber wie man Bauinspektor wird, enthält 10 extrem persönliche Vorgaben für dein Tagebuch. Und die sind mega. Räumen die Neuveröffentlichungen ein. Oder das sind die hier, ja klar, die neuen Alben, die ich schon versucht hatte zu benutzen. Aber natürlich immer im unpassendsten Moment ruft einer an. Ich habe einen Anrufer. Da sollte ich vermutlich rangehen. Deswegen klicke ich drauf. Danke, dass du KRCT anrufst. Du sprichst mit Steph? Hey, hi. Das ist mein allererster Anruf, also, naja, tut mir leid, wenn ich es falsch mache. Ich lege auf, was ist denn das für eine... Keine Sorge. Man kann es nicht falsch machen. Sag mir, was dich beschäftigt. Klar, danke. Also, ich habe letztes Jahr im Fußballteam der Oberstufe gespielt, weil alle Freizeitligen hier nur bis 16 Jahre sind. Und dieses Mädchen in meinem Team ist einfach... die Schlimmste. Ich meine, ich weiß, dass ich manchmal weird bin. Ich bin nicht cool oder so. Aber das ist doch kein Grund, mich so zu quälen, wie sie es tut. Ich will nicht mit dem Spielen aufhören. Fußball ist das Einzige, in dem ich je gut war. Ich denke, was ich wissen will, ist... Ich will mich ja wehren, aber... Wird es gut gehen? Oder soll ich einfach aufhören? Das... ist ja total scheiße. Ich schau mal, was ich sehe. Ach, 5. Nicht so geil. Mobber sind das Schlimmste. Besonders, wenn sie etwas ruinieren, das du liebst. Was sage ich ihr? Das war ein echt schlechter Wurf. Okay. Bereit für deine Zukunft? Ja, wie sieht sie aus?
Das Gute ist, es wird viel besser. Dank dir. Ihren hasserfüllten Schwachsinn hörst du irgendwann nicht mehr und alles verändert sich. Das habe ich ja versucht. Sie findet immer einen Weg unter meine Haut. Ich weiß nicht, wie das einfach an mir abprallen soll. Du findest heraus, was du von dir hältst. Ihre Meinung ist bedeutungslos. Ihre Sticheleien tun nicht mehr weh, denn du weißt, dass es Bullshit ist. Leichter gesagt als getan. Ich weiß, es ist nicht leicht. Aber es ist es wert. Ich glaub bloß nicht, dass das wirklich passieren kann. Naja, ich hab sowas schon erlebt. Echt? Ja. Grundschule, Highschool. Ich dachte, ich müsste wegziehen, damit's aufhört. Kinder wie dieses Mädchen können es riechen, wenn du anders bist. Sie spüren es und fahren ihre Krallen aus. Doch wenn du herausfindest, was das Weirde an dir ist, es akzeptierst und es für dich nutzt, nimmst du es ihnen weg. Und damit auch ihre Munition. Bei mir war es mein Outing. Bei dir? Wer weiß. Doch was immer es ist, das dich weird macht, macht dich auch krass. Vertrau mir. Danke, Steph. Das hilft. Sogar sehr. Gern geschehen. Danke für den Anruf. Ja, hat sie ja gar nicht so unrecht. Wobei ich noch ergänzen möchte, dass sie hatte ja am Anfang, diese Anruferin hat ja am Anfang was gesagt von wegen, sie ist nicht so cool wie die anderen. Das ist natürlich totaler Blödsinn, weil sie ist viel cooler, weil sie ist nämlich nicht diejenige, die mobbt. Das machen nämlich nur Loser. So, neue Alben. Aber wo muss ich die einräumen? Das ist jetzt eine gute Frage, weil die haben jetzt noch nicht eingeräumt. Wir haben die jetzt nur, genau. Records, Neuveröffentlichung hier. Ich werde jetzt nicht zusammenbrechen. Letzte Aufgabe. Na dann mal los. Oh Leute, macht doch nicht immer irgendwelche Andeutungen, sondern sagt doch einfach, worum es geht. Immer noch den Müll rausbringen. Die Frage ist nur, wo ist der Müll? Steht der Müll dran? Weil ich dachte eigentlich, der Rechen wäre der Müll. Haben wir vielleicht doch irgendwie hier hinten Müll? Ah, da. Hab ich gar nicht gesehen. Was ist mit dem Mini-Kühlschrank hier? Ich kann den putzen, so oft ich will. Ich krieg den Geruch einfach nicht raus. Ja. Bestimmt fauliger Fische oder sowas. Sie haben ihre Leiche auf dem Schrottplatz gefunden. Als wäre sie Müll. Oh mein Gott, Chloe! Wo ist Chloe? Es ist wie jeder andere Tag. Wie jeder andere verfickte Tag. Gabe! Gabe ist ein toller Freund. Und noch wichtiger, er hat Alk. Wenn ich hier fertig bin, schließe ich die Kabine ab und rufe ihn an. Schließe die Kabine ab. Ich wollte gerade sagen, weil der Müll steht zwar immer noch hier, aber... Ja. Dann... Gabe? Hör zu, ich will trinken, bis ich nichts mehr fühle. Ich denke, du kannst mir dabei helfen. Bin gleich da.
Von, keine Ahnung, Northstar 46, warum man das ist. Ich verstehe es. Ich verstehe es, okay? Ich weiß, wie es mit der Zeit des Jahres ist, wenn die Erinnerungen dich überfallen und du nichts mehr willst, als sie auszuschließen. Ich weiß, du würdest alles geben, um den Abend heute durchzustehen, ohne an Acadia Bay oder Chloe zu denken. Aber nur für den Fall, ich bin für dich hier und werde es immer sein. Ganz egal, wie beschissen diese Nacht jedes Mal ist, es tut mir kein bisschen leid, dass du weiterhin Teil meines Lebens bist. Und ich weiß, dass du dasselbe fühlst, auch wenn du unterirdisch darin bist, es zu zeigen. Jedenfalls weißt du, wo du mich findest, und ich könnte etwas Ablenkung in Form eines Spiels gebrauchen. Kein Druck, ehrlich. Aber ich bin hier. Mikey. Oh, fuck. Verdammt, Mikey. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.